Sein Revier ist die Hamburger Reeperbahn. Flaschensammler Bruno schlägt sich seit 10 Jahren bei Wind und Wetter die Nächte um die Ohren. Der 70-Jährige sammelt dann, wenn die anderen feiern. Konflikten versucht er aus dem Weg zu gehen. Gefährlich ist es allemal, weil es so viel Alkohol im Spiel drin ist hier. Bis jetzt habe ich relativ Glück gehabt. Aber man sieht es ja mit anderen, die dann in Konflikt kommen, auch zwischen den Flaschensammlern. Ne? Nicole ist wegen einer schweren Erkrankung seit 2011 erwerbsunfähig. An guten Tagen sammelt die Diplom-Sozialarbeiterin Pfandflaschen, um ihre schmale Haushaltskasse aufzubessern. Schämen tue ich mich nicht dafür. Ich achte auf meine Sicherheit, deswegen habe ich Handschuhe an und die ältesten Klamotten. Und ein gewisser Ekelfaktor ist natürlich auch dabei. Wenn ich zu Hause bin, ziehe ich mich um, weil ich die Sachen dann nicht mehr anhaben möchte. Es gibt Leute, die gucken mitleidig. Meistens wird man nicht gesehen, weil Armut macht unsichtbar. Der 79-jährige Burkhard bessert mit dem Pfandsammeln nicht nur seine Rente auf. Er motiviert sich damit auch, täglich seine Wohnung zu verlassen. Das ist so langweilig zu Hause. Da fällt mir die Decke auf den Kopf. Ne? Und ich brauche ein bisschen Action, so, dass man die Woche ein bisschen strukturiert. Jetzt ist Flaschensammelzeit und dann ist Flaschenwegbringzeit. Da hat man immer was, weiß man immer, was man zu tun hat. Ne? So bin ich Sammler. Es ist, als wenn der Beruf auf mich gewartet hätte. Nächtigt in der Werkstatt eines Freundes in Hamburg-St. Pauli. Schon seit 5 Jahren hat er keine eigene Wohnung mehr. Der 70-Jährige sammelt Flaschen bevorzugt von Mitternacht bis morgens früh. Ich kann mir das eben frei einteilen, dann mache ich dann, wenn es am ökonomischsten ist. Außerdem ist jetzt normalerweise der meiste Krach, wo man sowieso nicht schlafen kann. Ne? Und dadurch bin ich dann um diese Zeit erstmal aufgestanden. Und bin rumgegangen, sinnlos mehr oder weniger rumgegangen, hey, um ein bisschen Schlaf zu holen, Müdigkeit zu holen. War aber nicht der Fall. Und da habe ich gesagt, na, da machst du das Beste draus. Hey. Da gehst du spazieren und verdienst noch ein bisschen Geld dabei. Hey. Ab 22 Uhr herrscht Glasflaschenverbot auf der Reeperbahn. Dann müssen alle ihre Flaschen loswerden. Das bedeutet Hochkonjunktur für die Sammler. 8 Cent bringen Glasflaschen, Mehrweg 15 Cent und die Einweg-Plastikflaschen sogar 25. In guten Nächten kommt Bruno auf rund 25 Euro. Das ist so eine Ecke hier. Da findet man normalerweise sehr viel 25er. Den sogenannten Edelpfand. Doch das Sammeln im Rotlichtviertel ist riskant. Wenn man an Leute rankommt, die schon stark angetrunken sind und da stehen Flaschen rum. Man sollte vorsichtig fragen, aber wirklich schon vorsichtig, weil die meisten dann sehr aggressiv sind. Und am liebsten in die Flasche an den Kopf hauen würde und dann ist am besten, man verschwindet gleich, ohne was zu sagen. Und das Zweite ist, bei den Damen von der Herbertstraße oder die Bordsteinschwalben, wie man allgemein sagt, die Dosen darf man nicht anfassen. Das weiß man am Anfang nicht. Man sieht die Dose, da freut sich über eine 25er, steckt die ein und da gibt es riesen Ärger. Bruno ist inzwischen ein geschulter Beobachter des Nachtlebens. Die Männer, wenn sie frustriert von den Damen weggehen und wie sie sich dann reagieren, schon eine Bewegung von denen, wenn die abwinken, da weiß man, die haben sie ausgenommen und so weiter. Man unterhält sich ja auch viel mit anderen. Man kriegt eben wirklich sehr viel mit auch. Auch die Konkurrenz auf dem Kiez schläft nicht. Ich sehe schon, dort ist der Flaschensammler. Der hat vor mir gerade abgeräumt. Habe ich keine Chance. Ärgert Sie das dann? Also in dem Moment erstmal schon, sagen wir mal. Aber auf der anderen Seite, manchmal bin ich der Erste, dann ist er im Nachteil.
Bruno lebt von rund 800 Euro Rente. Früher hatte er hier auf St. Pauli ein WG-Zimmer. 9 Quadratmeter für 350 Euro. Das hat er aufgegeben. Zu teuer. Das Flaschengeld verwende ich eben, um mir Sachen zu leisten, die ich mir sonst wirklich nicht leisten würde. Dass ich in die Gaststätten essen gehe, eben auf was man gerade mal Heißhunger hat. Sonst irgendwo muss das Leben auch lebenswert sein, sage ich mal. Also wenn man sich gar nichts mehr gönnen kann und nur so dahin lebt, da wird man frustriert und alles. Mich baut eben auf, wenn ich dann doch mal ab und zu dieses Highlight habe, was ich andere vielleicht jeden Tag bin. Ich sage immer so, wenn man jeden Tag Torte isst, auf was soll man sich dann noch freuen? Wie sagt man, von ganz unten geht es nur noch bergauf. So. In Düsseldorf beginnt die 57-jährige Nicole um 16:45 am Morgen ihre Pfandrunde. Ihren erwachsenen Sohn hat sie alleine großgezogen. Vor rund 8 Jahren begann sie Pfand zu sammeln. 2 Flaschen, ja. Anfangs hatte sie Hemmungen, die Mülleimer zu durchforsten. Wenn sie nicht reingreifen, kriegen sie nichts. Und da muss man drüber weg. Bei vielen Leuten ist es so, da sieht man, dass sie, wenn sie stehen, dann gucken sie so vorsichtig in den Müll rein und gucken auch, ob jemand guckt, um dann da reinzugreifen. Da bin ich drüber weg. Aber mir bietet auch diese Zeit einen gewissen Schutz. Nicole ist erwerbsunfähig. Sie hat ein Wirbelimplantat und leidet an chronischen Schmerzen. Einer regelmäßigen Arbeit wie früher kann sie nicht mehr nachgehen. Ich betrachte es als meinen Job und wenn das den Leuten nicht passt, tut mir leid. Es ist eine ehrliche Arbeit. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen und ich prostituiere mich nicht. Auf ihren Streifzügen bekommt sie häufig Flaschen geschenkt. Das ist mehr 3 Flaschen. Super, guten Morgen erstmal. Einmal? Die eine ist, glaube ich, noch voll. 2. Der ist noch voll. Auch geschenkt von mir. Dankeschön. Nicole sammelt, so oft es ihre Gesundheit zulässt. Wenn ich alle Fixkosten bezahlt habe, bleiben mir zwischen 50 und 100 Euro zum Leben. Und ich möchte so viel Geld haben, dass ich mir vielleicht einmal im Monat eine Tasse Kaffee leisten kann für 1 Euro, ohne überlegen zu müssen, was mache ich mir morgen zum Mittagessen. Das ist der Grund. 5 Stunden ist sie unterwegs für ihre Pfandrunde. Das schafft sie nur, indem sie danach längere Erholungszeiten einplant. Nicole erhält 883 Euro vom Amt. 500 kostet allein die Miete. Günstig für Düsseldorf, aber zu teuer für sie. Doch Nicole lebt schon seit 30 Jahren hier und will auf keinen Fall umziehen. Erstmal abschalten. Und jetzt kommt auch die Müdigkeit von dem frühen Aufstehen. Ich brauche jetzt erstmal eine Weile so zum Relaxen. Die Füße summen richtig von dem Laufen. Und irgendwo habe ich die Nase voll jetzt. So vor ein paar Jahren, da habe ich vielleicht mich an einem Tag wieder erholt. Jetzt brauche ich manchmal bis Dienstag, Mittwoch, um mich komplett erholt zu haben davon. Struktur ist einfach, dass man trotz allem sein Leben taktet und aufteilt. Vielleicht, um nicht depressiv zu werden und eine Aufgabe zu haben im Leben. Der 79 Jahre alte Burkhard fährt in seiner sogenannten Ape zum Café Glocksee, einem alternativen Kulturzentrum in Hannover. Hier sammelt er nächtelang die Pfandflaschen des Partyvolks. Wenn ich gar nichts machen würde, würde ich gar nicht mehr wissen, ist heute Montag oder Freitag oder was für ein Tag. Ne? So ist man im Leben drin. Ne? Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Alter sein, immer nur warten, ja, wann kommt das Essen und jetzt ist es gegessen. Ja. Und was soll das, wenn die Rentner alle in so einem Ghetto, in so Heim untergebracht werden, die langweilen sich doch da und die haben doch keine Rolle mehr, keine Aufgabe. Ne? Ich fühle mich hier besser angebracht. Bei den jungen Leuten im Café Glocksee fühlt sich Burkhard willkommen. Im Keller proben diverse Bands, die ihm ihren Pfand überlassen. Hallo. Ja.
Wir haben schon ein bisschen was bereitgestellt. Schön, schön. Ja, vorne, da muss man gucken, Ralf. Gut, danke schön. Burkhard hat sich als Bildhauer durchgeschlagen, bevor er das Flaschensammeln für sich entdeckt hat. Eine Bierflasche macht fünfmal eine Runde. Die geht zurück zur Brauerei und kommt wieder in Umlauf. Und dann ist sie verbraucht. 65% der Flaschen kommen nur zurück. Und das ist für die Umwelt gut. Als ich hier anfing, da lag der Hof voller Scherben. Seit ich hier sammle, ist der Hof aufgeräumt. Du brauchst noch. Danke. Burkhard ist geschieden und wohnt seit vielen Jahren allein. Mein Sohn lebt in England, in Manchester, und der kümmert sich auch nicht um mich. Der hat seine eigene Familie. Ne? Ich bin allein, ich bin Einzelgänger, aber ich fühle mich nicht einsam dabei. Ich komme ja immer wie das fünfte Rad am Wagen vor. Egal, auf irgendeiner Party oder wo. Ich bin immer ein Sonderling, immer irgendwie. Und hier passt das aber her. Ich bin ja so ein Katalysator. Ich lockere die Leute auf. Ernst ist in Haft, jetzt können wir lustig sein. Ja, weißt du Bescheid, Burki? Ja. Ne? Ja. Mein Bester. Danke. Ja. Burkhard ist unser bester Mann hier. An der Glocksee bekannt wie ein bunter Hund, kein Scheiß. Das ist der König von der Glocksee. Es ist Mitternacht. 3 bis 4 Stunden will Burkhard noch durchhalten. In St. Pauli macht sich Bruno auf den Weg, das Pfand einzulösen. Der gelernte Maschinenbauer hat sich ein Spezialgefährt für Transport und Aufbewahrung gebaut. Den habe ich total umgeschweißt. Der ist fast die Hälfte jetzt so schmal, aber dafür doppelt so hoch. Und Klappe, damit ich das auch stehen lassen kann, anschließen kann und mir eben daraus nichts entnommen werden kann. Das sind schon 5 Euro. Ich habe noch gar nichts gemacht. Also, wenn man dann die Summe hier sieht, ohne dass man das Geld hält, das hebt natürlich. Da vergisst man die ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat. Finish. Jetzt warten wir mal. Das gönne ich mir immer, wenn der dann alleine ausspuckt hier. Ja, 10, 12, 20. 33. Durch diese Plastikflaschen. Die haben es ja rausgeholt. He? So rollt der Rubel. 32,13. Kasma? Heute nicht. Alles klar. Ich komme gerne wieder. Alles klar. Man bekommt eine andere Wertschätzung zum Geld. Denn bis man hier was zusammengesammelt hat, he? Und das dann letztendlich als Geld in der Hand hat, wofür man sich was kaufen kann, da vergeht Zeit, Zeit, Zeit. 1994 wurde Bruno arbeitslos. Vor 10 Jahren zog er nach Hamburg, um einen Job zu finden. Aber den damals 60-Jährigen stellte niemand mehr ein. Trotz der 3 Facharbeiterausbildung, die ich habe, habe ich keine Anstellung bekommen. Und das frustriert einen dann doch, dass man allgemein am Leben nicht so dran teilnehmen kann, wie man es normalerweise könnte, wenn man einen Job hätte. Der geschickte Handwerker hilft seit vielen Jahren als Hausmeister aus. Heute will er mit seinem Kumpel Norbert beim Seniorentreff Efeu stutzen. Arbeitslos zu sein, ging immer gegen seine Ehre. Man will arbeiten und man bekommt doch keine Arbeit. Und immer wird man als Hartz-IV-Empfänger in die Ecke gestellt, dass man ja nicht arbeiten will. Schade, schade, schade. Ich sehe mich schon als Verlierer. Mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Ausbildung vor allen Dingen und die langjährige Erfahrung, dass das im Prinzip verpufft und gar nicht mehr genutzt wird. Schade, schade. Seit 5 Jahren bezieht Bruno jetzt eine kleine Rente. Weiter geht's. In der Düsseldorfer Altstadt sammelt Nicole ausschließlich in den Morgenstunden, niemals nachts. Ich bin immer auf Hab-8-Stellung. Und sobald mir jemand kommt, habe ich meistens die Karre vor mir stehen, damit ich einen Abstand zu den Leuten habe. Das ist auch der Grund, warum ich die Taxifahrer oder Avista oder Security-Leute grüße. Weil wenn ich um Hilfe schreie, kennen die meine Stimme. Und dann sind die vielleicht eher, oder bilde ich mir ein, vom Psychologischen her,
sind die eher bereit, mir zu helfen, als vielleicht jemand, von dem sie noch nichts gehört haben. Nicole ist an 1 bis 2 Tagen in der Woche unterwegs, wenn ihre Schmerzen es zulassen. Deswegen alte Klamotten. Gewusst wie, gewusst wo. Mein ganzes Leben war Kampf und ich musste ein Kind alleine großziehen. Man muss versuchen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ich meine, anderen Leuten geht es immer noch schlechter. Wenn ich mir überlege, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Bett, ich kann die Tür zumachen, habe meine Ruhe. Und wenn ich auf der Straße leben müsste, dann würde ich nicht mehr leben. Ursprünglich hatte die 57-Jährige mit dem Sammeln angefangen, um sich und ihrem Sohn ein paar Extras zu ermöglichen. Der ist inzwischen 24 Jahre alt und längst ausgezogen. Pfand sammelt Nicole immer noch. Ich habe irgendwann mal zu ihm gesagt, wenn es dir peinlich ist, dass ich Pfandflaschen sammle und wir sollten uns zufälligerweise in der Stadt treffen, dann brauchst du mich ja nicht zu kennen. Ich grüße dich dann und ich sagte, wieso? Ich habe das auch meinen Freunden erzählt und die finden das gut. Ihr Sohn studiert zurzeit in Spanien. Er ist ein toller junger Mann geworden. Er wird jetzt 25 und ich finde es immer toll, ihn anzugucken und stehe irgendwo staunend davor und denke, boah, klasse, du bist echt ein toller Kerl. Ja, doch. Ein bisschen ist es ja auch mein Anteil. Bin ich auch stolz drauf. In Hannover musste Burkhard vor ein paar Jahren aus finanziellen Gründen in eine Einzimmerwohnung ziehen. Platz genug für ihn, aber nicht für all die Sachen, von denen er sich nicht trennen kann. Denn Burkhard sammelt nicht nur Flaschen. Ich habe mich ein bisschen in den Kram verliebt, so. Weil da kann man mit umgehen. Mit Menschen ist es komplizierter. Ne? Eigentlich sammle ich nur das, womit ich was machen will. Ne? Aber die Lebenszeit, die ist nicht so, dass ich damit so planen kann. Ne? Auf einmal ist das Leben vorbei und dann ist das alles nur Krimskrams. Dann kommt das in den Container. Das Sammeln von Flaschen bringt zumindest Geld. Burkhard hat keine ausreichenden Rentenansprüche und bezieht Grundsicherung. Jetzt macht ihm seine Gesundheit zu schaffen. Ohne den Herzinfarkt war ich besser drauf. Ne? Aber wenn ich zu Hause immer im Geheizten bin, das ist doch auch nicht gut. Ich muss mich ein bisschen strapazieren auch. Ne? Sonst wird man immer schlaffer. Die Muskeln muss man betätigen. Der Mensch ist dafür gebaut, dass er sich bewegt und handelt. Ne? Um 4 Uhr früh tobt immer noch das Partyleben in St. Pauli. Aber die meisten Pfandjäger haben sich verzogen. Sie sammeln nur so viel, wie sie tragen können. Bruno dagegen hat über einen Freund Zugang zu einer Garage, in der er seine Beute zwischenlagern kann. Ja, das geht jetzt ins Zwischendepot. Ja, heute war es nur relativ ungünstig. Auch wenn es günstiger läuft, kommt man trotzdem bloß ungefähr auf 5 Euro die Stunde. Das ist schon, so gesehen, schon hart. Ja, aber liegen lassen, es ist ja Geld. He? Seit 5 Jahren hat Bruno keine eigene Wohnung mehr. Er kam meistens bei Bekannten unter. Jetzt muss er seine Umzugskartons packen, denn er plant, in den Osten zu ziehen, in ein 2-Zimmer-Apartment in Görlitz. Der Grund ist, dass hier eigentlich Lebenshaltungskosten zu hoch sind. Und ich habe die Möglichkeit, praktisch, ich komme ja aus Sachsen, wieder nach Sachsen zurückzuziehen, wo ja praktisch immer noch die Mieten günstiger sind, viel günstiger als hier oben. Und sagen wir so, hier bin ich immer so ein bisschen der kleine Ausländer durch meinen Akzent. In Görlitz will er sich eine eigene Werkstatt einrichten und an einem Rad mit Elektroantrieb tüfteln. Das Neue, was ich mir vornehme, ist ja eben das mit dem Fahrrad, das Projekt. Und da bin ich schon voller Freude. Drum fällt mir der Abschied hier nicht so sehr schwer. Auch aus dem Grund, weil ich von vornherein wusste, ich mache dann, wenn ich Rentenalter bin, mache ich hier Platz für die Nachkommen hier. Nicole besucht regelmäßig die Düsseldorfer Tafel. Okay, danke schön. Alle 2 Wochen deckt sie sich hier mit Lebensmitteln ein.
Die möchte ich gern probieren. Da steht nämlich vegan drauf. Genau. Deswegen möchte ich das haben. Dankeschön. Ich habe mir das nicht ausgesucht, so zu leben, aber es ist nun mal halt so. Und dann versuche ich das Beste daraus zu machen. Hallo. Hallo. Nein. Nein, danke. Lauchzwiebeln bitte. Hadern jetzt in der Form bestimmt nicht, nein. Man wünscht sich manchmal mehr Geld zu haben. Aber ich glaube, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich wahrscheinlich trotzdem abgeben wollen. Das liegt in meiner Natur. Beim Sammeln findet Nicole auch Kleidungsstücke, die sie bei der Tafel verteilt. Und viele Nachbarn steuern ihre Sachen bei. Immer durchsuchen, da sind so viele Sachen dabei. Manches reinigt und flickt Nicole, bevor sie es hier abgibt. Dadurch, dass man jahrelang hierher geht, kennt man die Leute ja. Zumindest vom Angesicht. Mit dem einen oder anderen entwickelt sich eine Freundschaft. Und bei anderen ist es halt so, ja, die sieht man hier und begrüßt sich. Und man sieht ja, die Leute freuen sich über die Kleidung. Ne? Ich habe noch eine Winterjacke. Ja. Armut mache einsam, meint Nicole. Hier hat sie inzwischen viele Freunde und Bekannte. Es gehört zu meinem Leben. Es ist mein Leben, denke ich mir. Ich blühe hier ein bisschen auf durch die Kommunikation und weil ich eben was Gutes tun kann. Hosen oder so zum Schlafen, aber die sind auch noch zu groß. Ne? In Hannover steigt die Fête de la Musique, die einzige Großveranstaltung des Jahres, bei der Burkhardt Pfand sammelt. Sonst ist er nur am Café Glocksee unterwegs. Aber hier bieten sich ihm viel bessere Verdienstmöglichkeiten. Ah, du musst einen Witz erzählen, bevor du die bekommst. Ein Vampir auf dem Tandem wird von der Polizei angehalten. Haben Sie was getrunken? Ja, zwei Radler. Die Leute sind hier, meine Fans. Ja, muss man mitnehmen, ne? Man muss sich ja dummeln, ne? Die Konkurrenz hier ist riesig und wenig zimperlich. Niemals würde Burkhardt deshalb am Fußballstadion sammeln oder bei anderen Großveranstaltungen. Wo es was umsonst gibt, da ist das Gerangel. Ich mache mit meinen 79 Jahren kein Wettrennen. Ich mache das mit Psychologie, mit Kommunikation. Mir ist schon mal auch so ein Sack mit Einwegpfand geklaut worden. Ja, da habe ich gemerkt, hallo, man muss aufpassen. Ne? Weil du weißt ja nicht, wer es war, du kannst keinen haftbar machen. Musst du hinnehmen. Innerhalb von 2 Stunden ist die Ape voll. Jetzt fahre ich weg, jetzt bringe ich die Flaschen weg. Damit ich wieder Platz habe im Auto. Eine Stunde braucht er für die Pfandrückgabe am Automaten. Dann kann er weitersammeln. Burkhardt wird bald 80. Gesundheitlich baut er ab. Wie lange wird er noch so weitermachen können? Und was, wenn es nicht mehr geht? Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Jahr noch zu Ende schaffe. Das kann schnell Schluss sein. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Man muss immer jeden Tag leben. Ne? Jeder Tag ist ein Geschenk. Einen wunderschönen guten Morgen. Du hier, grüß dich. Seit fast 5 Jahren schenkt Fensterputzer Jorgo Nicole seine Pfandflaschen. Liegt nur einer auf dem Sitz. Ach, guck mal, sie sieht auch alles. Weil ich das gut finde, ne? Wenn man das sammeln kann im Auto, bevor ich das wegschmeiße, kriegst du es. Ne? Ich hab da was von mir, hilft ja, es, das ja. Weißt du auch. Ja. Ne? Wenn mir jemand was schenken will, da ich nehme es, das habe ich mittlerweile gelernt, aber da habe ich ein bisschen Probleme mehr. Aber so Pfandflaschen, ich weiß, es kommt von Herzen und da nehme ich das auch. Nicole hat einen Lieblingspfandautomaten. Hier sind alle freundlich zu den eher unbeliebten Sammlern. Jede Flasche ist gelb. Für den einen ist das nur eine Glasflasche, für mich sind es 8 Cent. Und wenn ich 10 Stück habe, gut, habe ich zwar Schlepperei, aber ich habe im Endeffekt halt 80 Cent.
Komm, verschluck dich nicht. Ganz lieb. Und? 8,12 Euro. Hat sich gelohnt. Immer länger braucht Nicole, um sich von ihren Pfandrunden zu erholen. Sie hat Angst vor der Zukunft, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen aufhören muss zu sammeln. Ich kann dann keine Pfandflaschen mehr sammeln. Ich könnte mir die Wohnung nicht leisten. Altenheim wird wahrscheinlich, irgendwo müsste ich dann vielleicht in ein Sozialghetto, weiß ich nicht. Ich habe ja auch noch Träume. Ne? Ich möchte ja gerne noch mal in Urlaub fahren, wo wir früher immer gewesen sind, nach Bulgarien. Aber gesundheitlich wird es weiter bergab gehen. Da mache ich mir ein bisschen Gedanken drum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht alt werden. In Görlitz hat Bruno seinen Umzug geschafft. Für seine Zwei-Zimmer-Wohnung zahlt er knapp 200 Euro Miete, inklusive Nebenkosten. In Hamburg müsste er mindestens 400 Euro ausgeben, die Hälfte seiner Rente. Hier hat er jeden Monat 200 Euro mehr zum Leben. Sein eigenes Reich, da blüht man auf. Das ist wirklich so. Ich möchte auch Sachen bewerkstelligen, die mich vorwärts bringen. Und da ist ein eigener Reich unabdingbar. Also ist der Unterschied wie Tag und Nacht. Ich kann mir jetzt mit dem Geld, was ich jetzt hier einspare durch die Miete, das leisten oder erlauben oder auch großzügiger sein, was ich mir erst durch das Flaschenpfand überhaupt erst ermöglichen konnte. Bruno ist seit 1976 geschieden. Zu seiner Tochter hat er keinen Kontakt. Eigentlich wollte er jetzt viel Zeit mit einem Freund verbringen und gemeinsam an dem Wohnrad-Prototypen schrauben. Später möchte er noch einen Elektroantrieb einbauen. Doch nun ist sein Freund überraschend verstorben. Nicht drauf. Für mich wäre das die Erfüllung, sagen wir mal, meiner ganzen Vorstellung gewesen. Ne? Und nun verstirbt er praktisch von einem Tag auf den anderen. Und das geht mir bis heute. Komme ich nicht über diese Tragödie drüber weg. Und das, was ich mir alles vorgenommen habe, was ich schon vorgemerkt hatte in Hamburg, ist dann praktisch wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Naja, nun muss ich weiter eigenbrödeln. Ne? Schade. Komm nicht wieder. Komm nicht wieder. Noch hat Bruno in Görlitz niemanden kennengelernt. Hier ist weniger los als auf St. Pauli. Kein gutes Pflaster für Flaschensammler. An seine sozialen Kontakte in Hamburg und sein Leben im jungen Kiez denkt er mit Wehmut zurück. Man fühlt sich auch dann irgendwie jünger, wenn man unter den Jungen ist. Ne? Man kann dann noch quatschen über dies und jenes. Ich glaube, das brauchen wir doch. Ich will ja nicht sagen, dass ich ein Quatschweib bin. Aber ein bisschen Kommunikation ist schon gut.